Community-Aktion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß, ein komplett anderes Video, als du es auf diesem Kanal gewohnt bist. Nichtsdestotrotz, vielleicht ist das Ganze hier interessant für dich mitzuverfolgen. Vielleicht kannst du die eine oder andere Information mitnehmen und damit einen wunderschönen Start in diesem Mittwochmorgen. Also, ich möchte in aller Kürze erläutern, worum es in diesem Community-Projekt geht. Und zwar möchte ich ein Community-Aktiendepot eröffnen. Ist das hier mit der weißen Schrift? So, ein Community-Aktiendepot errichten. So, ich möchte dir auch sehr, sehr gerne berichten, warum. Und dafür erlaube mir ganz kurz ein paar Sekunden zurück in so meine Vergangenheit und meine ersten Schritte an der Börse quasi zu gehen und die zu erläutern. Angefangen klassischerweise mit Aktien. Während des Studiums gearbeitet nebenbei, weil ich halt eben schwer über die Runden gekommen bin, weil ich halt eben auch aus familiären Verhältnissen komme, die finanziell extrem unstabil waren. Der eine oder andere weiß es vielleicht von euch, aber waren sehr, sehr schwierige Zeiten, ohne jetzt zu weit quasi auszuschweifen. Nichtsdestotrotz musste ich halt sehr, sehr viel neben der Uni arbeiten. Ich brauche gar kein Mitleid, das war gut, das hat mich zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Nichtsdestotrotz habe ich dann mir sehr, sehr viel Geld angespart, extrem sparsam gelebt, versucht für meine Verhältnisse viel Geld anzusparen. Es waren damals 3.000 bis 5.000 Euro, die ich auf meinem Girokonto angespart habe, bevor ich mich dann mit finanzieller Bildung beschäftigt habe, weil ich mir dachte, okay, studieren gut und schön, aber irgendwie willst du vorankommen, irgendwie muss sich was ändern. Der Weg hat natürlich nicht drumherum geführt, Aktien. Und jetzt war ich vom Typus schon immer der, der natürlich sehr, sehr sparsam war und sehr, sehr risikoavers gelebt hat, beziehungsweise wirklich extrem stark versucht hat, sein Geld zusammenzuhalten, teilweise morgens Schwarzbrot mit Currysoße gegessen von Aldi, weil es halt am günstigsten war. Und das ist kein Witz. Oder als ich neu nach Dubai gekommen bin, jeden Tag Reis mit Ei, morgens, mittags, abends, weil es am günstigsten war, habe ich natürlich mich mit finanzieller Bildung beschäftigt und wollte dann irgendwie den Weg da herausfinden oder herauskommen und habe mir gedacht, mit meiner monatlichen Sparrate, die ich so habe, selbst wenn ich ein bisschen besser verdiene, wird das schwierig. Ergo, was habe ich getan? Ich bin natürlich an die Börse gekommen, weil da alles möglich ist. Meine ersten 3.000 bis 5.000 Euro, die ich dann da letztendlich an die Börse gebracht habe, natürlich versenkt. Natürlich versenkt. Das waren meine ersten Daytrading-Erfahrungen. Irgendwann mir dann wieder ein bisschen Geld erarbeitet und somit hat es gestartet, dass ich in Aktien investiert habe. Wie soll es auch anders sein? Und wie soll es auch anders sein? Gutes Stichwort. Ich habe natürlich den Klassiker gemacht: teuer gekauft, günstig verkauft. Alle im Verlust verkauft. Wunderbare Geschichte. Das Geld, was ich eigentlich sowieso nicht hatte, das Geld, wofür ich sag mal, sehr, sehr geknechtet wurde oder mich selbst geknechtet habe, natürlich innerhalb von wenigen Tagen und Wochen und Monaten vernichtet. Sehr schön. Das war super. Dann irgendwann nach meinem Chemiestudium, ja, shame on me, in der Pharmaindustrie gearbeitet, im Außendienst. Keine Sorge, habe ich auch nicht lange gemacht. Habe ich ein paar Monate gemacht, bis ich dann quasi den gesamten Cut-off auch aus Deutschland gemacht habe. Aber da habe ich halbwegs vernünftiges Geld verdient für meine Verhältnisse, für die familiären Verhältnisse brutal. 2.300 Euro pro Monat netto. Ich sag mal so, ich hatte die Hoffnung, mit einem Masterstudium in der Chemie richtig krass auch Einstiegsgehälter zu bekommen. Ja, du kennst das wahrscheinlich gegoogelt, Einstiegsgehälter hier und da. Das war so ziemlich das Beste, was ich kriegen konnte. Und believe it or not, dementsprechend ein bisschen gemacht. Hier sehr, sehr viel Geld von gespart, in einer WG immer noch gelebt, sehr, sehr wenig Kosten gehabt, dann auch mein damals ein Auto gehabt, natürlich verkauft, weil ich einen Firmenwagen bekommen habe und so weiter und so fort. Und von diesem Geld habe ich mir dann wieder ein paar Aktien gekauft. Da war Airbus dabei, da war Apple dabei und so weiter und so fort. Natürlich auch hier im Verlust verkauft. So, daneben liefen meine Daytrading-Versuche auch schon. Das heißt, das hat alles eine Lawine mit sich genommen, dass alles, was ich gespart habe, ich natürlich verbrannt habe. Und deswegen ist mir auch auf diesem Kanal sehr, sehr wichtig, ehrlich, transparent, authentisch zu sein, damit du halt siehst, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist nicht alles Hammer. Und auch egal, wer dir was erzählt, dicke Verluste gibt es immer wieder und das haben auch die meisten Leute immer wieder an der Tasche. Gut, aber darum sollte es nicht gehen. In diesem Community-Projekt möchte ich dazu aufrufen, dass wir ein gemeinsames Depot entwickeln und zwar mit dem Großteil der Vorschläge, die ihr mir liefert. Ich bin
wenn du vielleicht diesem Kanal hier folgst, mehr oder weniger, oder mich auf den sozialen Medien folgst, ich bin halt eher der aktive Daytrader. Also wirklich das, was man Daytrader nennt. Ich versuche Intraday meine Position öffnen und zu eröffnen und zu schließen. Teilweise nehme ich sie auch ein paar Tage mit in Form von Swing Trades, um dann potenziell größeres Momentum auch mitnehmen zu können. Aber tatsächlich würde ich sagen, 80% meiner Position schließe ich Intraday. So, soweit, so gut. Jetzt macht das natürlich auch Sinn, weil gerade auch Intraday ich mich natürlich auch manchmal verfranse. Ja, ich nicht immer die geilsten Trades habe, manchmal gute, manchmal schlechte. Macht es auch Sinn, einfach im Trading selbst an der Börse sein Risiko zu diversifizieren und zu streuen. Ergo möchte ich so ein bisschen in den mittelfristigeren Handel bis auch langfristigeren Handel gehen. Und im Forex-Markt, vor allem bei den meisten Brokern, sind die Devisenmärkte relativ teuer zu handeln, was die Swap-Gebühr angeht, was allein schon Spread angeht und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mich bewusst für den Forex, also für den Devisenmarkt und für den Kryptomarkt, für meine kurzfristigen Trades entschieden. Mittel- bis langfristig möchte ich jetzt in Richtung der Aktien gehen, wie du es hier zum Beispiel auch schon siehst, die Amazon-Aktie ist hier aufgerufen. Und vielleicht ganz sicher, werde ich auch mit euch ein gemeinsames Krypto-Portfolio eröffnen. Das heißt, ich werde Geld in die Hand nehmen und werde einen Großteil dieses Geldes in Aktien bzw. in Kryptos stecken, die ihr empfehlt. Einfach, weil es ganz cool ist, damit wir hier gemeinsam auch was entwickeln. Einfach, weil ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass ihr euch auch sehr gut mit der Materie auseinandersetzt. Ich werde das Ganze natürlich nicht blind machen. Ich werde mir den Chart vorher anschauen. Ich werde schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Aber auch hier will ich bei Aktien den technischen Charakter groß halten und den fundamentalen Charakter. Wenn ihr das mit übernehmt, ist das geil. Ich bin halt nicht der fundamentale Trader. Und das hat in der Vergangenheit natürlich auch mal nicht so gut funktioniert, aber auch mal ganz gut funktioniert. Ich habe da auf jeden Fall so meine Lektionen gelernt. Und ich habe auch eine ganze Zeit lang in einem Trading Floor gehandelt. Und in diesem Trading Floor habe ich vor allem Aktien im Daytrading gehandelt. Vor allem 90 Minuten nach Börseneröffnung. Meistens war es halt die Canada Exchange oder halt die New York Stock Exchange und so weiter und so fort. Die ganzen großen in den USA. Da habe ich quasi meine Positionen dann intraday gehandelt. Ich möchte jetzt in den etwas größeren Zeithorizont gehen und das Ganze mit euch gestalten. So, jetzt habe ich gestern auf Instagram dazu aufgerufen, wo haben wir es? Hier haben wir es, mir Aktienvorschläge zukommen zu lassen. Ich muss dazu gestehen, dass ich leider dieses Community-Projekt angekündigt habe zu einem deutlich schlechtesten Zeitpunkt. Nämlich, ich habe erstmal ganz, ganz viel gelabert in den Stories, um dann letztendlich dieses Projekt anzukündigen. Das heißt natürlich, ja, meine engelsgleiche Stimme, da hat nicht jeder Bock drauf, gingen die Story-Views dann nach unten. Das heißt, es haben nicht allzu viele teilgenommen, trotzdem mehr als genug. Das ist, der Kern hat teilgenommen, die Armee, die sich jede Story reinzieht und auch bis zum Ende, die haben teilgenommen und das ist geil. Und deswegen werden wir hier jetzt gemeinsam auch dann Abfahrt machen, werden uns das gemeinsam ansehen. Das sind die Aktien, die hier genannt wurden. Es kamen natürlich auch mehrfach Vorschläge, deswegen hier dieser Hit-Count daneben. Und wir haben Klassiker dabei wie Airbnb, Alibaba, Alphabet, Amazon, AMD und so weiter und so fort. Wir haben aber auch sowas wie AFC Energy, was auch immer das ist. Airports of Thailand, okay. Atos SE, meine ich, habe ich auch schon mal gehört. AT&T, Klassiker, ja. Carlsberg Meditech, okay. Dann hier China Water, warum nicht? Ja, chinesisches Wasser nehmen wir mit rein. Coinbase kann man auch machen. Data Group, Dynansert, keine Ahnung. Eckert und Ziegler, das klingt für mich eher so wie für die Bauunternehmen, die du anrufst, wenn deine Toilette verstopft ist. Aber gut, die haben eine Aktie, kann interessant sein. First Graphene, ja, Graphit wahrscheinlich auch gut zum Geld vernichten. GameStop, moin, war klar, dass ich da nicht drum rumkomme, ja. Was gibt's hier noch? König und Berger, genau das gleiche. König und Berger klingt für mich wie eine Vermögensverwaltung. Das heißt, ich will nicht deren Aktien kaufen, ich will, dass die für mich Aktien kaufen. Ansonsten, was haben wir hier? Marathon Digital Holdings, was soll ich sagen? Ja, sportlich ist das so eine Sache. Mobileye, Mobileye von mir aus, Nel Asa, klar, die Zocker unter uns, Wasserstoff ist da, Palantir, PayPal, kennen wir alles. Ping an, da sage ich nur Ping aus. 6 Stimmen dafür bekommen. Warum auch nicht? Und das sind unabhängige Gruppen, die das gemacht haben, ja? Ping an, ping aus. Der Witz kommt nicht. Quingling Motors. Warum nicht? So, Ridgeback Biotherapeutics. Das klingt für mich nach einem Möchtegern-Hersteller, der da irgendwas reinschallern möchte in den Markt und entweder frisst oder stirbt. Hopp oder top. Entweder es wird vom Markt angenommen oder nicht. Shell, okay, Snapchat, Splunk. Neues PlayStation 5 Spiel vielleicht? Weiß ich nicht. Tat,
kenne ich nur Tata-Steel, TeamViewer, okay, super abgeschmatzt, Tencent kennt man, Uranium Energy, Vata kennt man, Volkswagen kennt man, Xandex, Xiaomi, fühle ich. Manche fühle ich, bei manchen denke ich mir, was tut ihr mir an? Gut, das heißt, wir haben hier, was haben wir, wie viele Aktien? Wir haben hier 153 verschiedene Aktien. Dahinter einfach mal jetzt das Symbol aufgelistet und hier diesen Hitcount. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir werden in diesem Video jetzt mal schauen, welche die Top-Counts sind. Wir werden da 10 Stück vielleicht nehmen, 15 Stück nehmen. Und die schauen wir uns dann in einem weiteren Video in einer technischen Analyse an. Schauen dann, welche sinnvoll sind, potenziell zu kaufen, um dann zu kaufen und dann damit richtig parat zu machen. Das klingt doch gut, oder? Und wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ich glaube, das war in einem der unzähligen Versuche, das Video vorher aufzunehmen und immer wieder abgebrochen, weil ich mir immer wieder selbst auf den Sack gegangen bin. Ich werde dann einen Teil, vielleicht 20%, vielleicht 30% meiner Profite innerhalb von einem Jahr an euch ausschütten. Ich bin kein Fan von Gewinnspielen, das ist immer für mich so ein bisschen notbedürftig. Ich bin aber ein Fan davon, einfach Giveaways zu machen, einfach ohne irgendwelche Bedingungen. Dementsprechend werde ich da ein bisschen dann auch was verteilen. So viel dazu. Und jetzt machen wir den spannenden Moment. Wir schauen uns die Top 5 an, oder die Top 10, sagen wir mal. Dafür gehe ich hier drauf. Ich hoffe, du bist genauso aufgeregt wie ich. Tabellenblatt sortieren. Hohe Zahlen bis zu tiefe Zahlen. Zack, da sind sie. Sollen wir hier, kann ich hier einen Kasten vormachen? Nee, kann ich nicht. Top 1, Alibaba. Punkt 1 ist tatsächlich Alibaba und die habe ich sogar schon drin. Und das glaube ich auch gar nicht so wenig. Alibaba habe ich aktuell 109 Aktien. Ist doch gar nicht, glaube ich, so viel. Doch, Marktwert $16,000 ist schon drin. Ich werde mein Depot in Kürze dann auch öffentlich machen, in Kürze dann auch zeigen. Alibaba ist schon am Start. Traurigerweise GameStop als nächstes. Ich habe mich ganz lange von diesem Hype-Train versucht zu entfernen, weil diese Hype-Aktien hat meistens nicht so viel mit Systematik zu tun. Nichtsdestotrotz schauen wir uns an. Schauen wir uns an und ich habe auch schon ein paar Drohungen per Insta bekommen. Wenn ich mir die nicht ins Depot packe, dann De-Abo entsprechend. Das kann ich natürlich nicht riskieren. Lieber verliere ich Geld als einen Abonnenten. Entsprechend rein in die Masse. Das wird wahrscheinlich in Kauf werden. Tencent war ich bis vor kurzem drin. Habe schon ein paar Gewinne mitgenommen in Form eines Swing Trades, werde ich auch gerne dokumentieren, sobald ich diese Handelsplattform hier ausfindig gemacht habe. Wird spannend. Tesla schauen wir uns auch an, knapp vor Ausbruchslevel. Diese nach Zahlen, ich schaue mir an, wie die nachher eröffnen. Vielleicht mache ich den Risikotrade und gehe noch vor den Zahlen mit einer vernünftigen Position rein. Vernünftig halt immer in Anbetracht, also im Auge des Betrachters. Ja, wenn ich sage vernünftig, dann sind das 5.000 bis 10.000 Euro, da wird vielleicht ein oder andere von euch lachen und sagen, Junge, dafür stehe ich noch nicht mal auf. Ja, ich sage mal so, Verhältnisse sind unterschiedlich. Entspannt euch alle. Apple, okay, gestern Keynote, neue Produkte vorgestellt, langsam angezogen wieder die Aktie. Ist eigentlich so ein Ding, das sollte man immer drin haben. Hätte Fahrradkette, gucken wir uns an. Nächstes Ding, Ping An. Da sind wir bei Ping Aus. Was ist das? Das soll wohl irgendwie eine chinesische Versicherungsfirma sein. Kann man machen. Wenn ihr das sagt, dann kann man das machen. Xiaomi, bei mir immer großer Favorit, China-Aktie. Ich glaube, enorm, enorm günstig bewertet. Großes Potenzial, bringt geile Technologien raus. Oder vielleicht nicht unbedingt Technologien, aber auf jeden Fall schöne Produkte. Kann man sich anschauen. Amazon, auch sehr spannend. Der Klassiker, jetzt ins Gaming-Geschäft eingestiegen. Das heißt, da werde ich mir auch wahrscheinlich 1, 2, 3 Aktien zulegen. Nel Asa müsste, glaube ich, hier... Neil müsste Wasserstoff sein, Wasserstoffantrieb, ja, Autos mit Wasserstoffantrieb kann sein, so, weiß ich nicht. Palantir, ist das ein Chiphersteller? Man weiß es nicht. Das klingt für mich gerade eher so wie Paragon und das war eigentlich so ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Game. Gucken wir uns an, ich will hier gar nicht so viel sagen, auf jeden Fall, das sind die Top 10, die werden wahrscheinlich ins Depot kommen. Ich versuche, zu einem günstigen Zeitpunkt zu kaufen. Ich werde die technischen Analysen dazu veröffentlichen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr überhaupt noch bei diesem Video gerade dabei seid, ob ihr das in einem Video haben wollt, ob ihr die etwas ausführliche Analyse, charttechnisch gesehen, vielleicht auch einzeln im Video haben wollt, paar Minuten dann pro Video, dann nehmen wir die Aktien mal so richtig auseinander, technisch gesehen. Und dann gehen wir da rein in die Masse, dann wollen wir ein bisschen Geld verdienen und dann geht es ab. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich habe Bock drauf.
am liebsten mit Profiten als mit Verlusten, aber es ist die Börse. Ja, die Börse wäre nicht die Börse, wenn sie nicht auch böse sein könnte. Wir sehen uns in Kürze wieder. Dein Dominik, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Unterstützen und dabei sein und bis bald.